zusammen. Hallöchen. Na, ist die Musik? Ja, willkommen zurück. Und schön, dass ihr da seid. Wir spielen ein bisschen Minecraft heute. Für die nächsten 2-3 Stündchen vielleicht. Und kümmern uns heute um die Monsterschnetzler. Ich weiß noch genau, wo wir die aufbauen wollen. Da müssen wir gleich nochmal Plätzchen suchen. Und ja, das ist so der Plan für heute. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, ne? So. Da sind wir auch schon. Ich habe noch mal ein bisschen was vorbereitet zu der Zeit. Und zwar für unsere Monsterschnetzler. Ich habe mir überlegt, dass wir die Essenz, die wir ja da dann durch Monsterschnetzler kriegen, dass wir direkt ins ME-System einführen. Aber die ganzen anderen Gegenstände, die die Monster dann droppen, die werden wir auf tragbare Discs schmeißen. Und das hier wird dann der Importer werden. Der dann halt eben über den Filter diverse Dinge dann halt eben exportieren soll. Und dann wird das, was exportiert wird, dann wieder zurück ins ME-System geschmissen. Das müssen wir dann noch gleich noch ein bisschen verkleiden. Hier müssen auch wieder die Steinchen wieder hin. Das heißt, wir holen uns jetzt mal. Was brauchen wir denn? Da kann ich unten brauche ich auch noch Holz, ne? Ja. Also wir brauchen Ziegelsteine, wir brauchen Holz. Fassaden. Fassade eines Hydraben. Bruchstein, Eichenholz. Eichenholz. 15. Ich glaube, das wird nicht reichen. Eisenblock, Blätterstein. Quarzblock, Quarzziegel, Stein, Steinziegel. Gut, Steinziegel werden reichen, aber Eichenholz wird nicht reichen. Jetzt noch hier ein paar Anker machen. Ah, da fehlt uns jetzt. Ach, wieder der da. Eins, zwei. Machen wir mal ein paar mehr. Anker. So, wollen wir mal direkt reinschmeißen. So, dann können wir die mal machen. Das ist eigentlich auch noch so ein Punkt, ne, den wir eigentlich mal bei Schablone machen können. Denn zumindest die. Ja, naja. So, aber, sei es drum. Machen wir es mal hier erstmal dicht. Da müssen wir nämlich nicht mehr ran. So, und hier eigentlich an den Exporter eigentlich auch nicht. So. So ist man natürlich Steine nicht mit, ne? Ist egal. So, dann gehen wir hier runter. Hier nehme ich einen ran. Hier Holz. Dann haben wir eigentlich den gesamten Keller unter der Werkstatt eigentlich schon verkabelt eigentlich. So. Ist das irgendwo? Nö. Jetzt machen wir mal zwei Ziegelsteine. Weil wir waren ja gestern hier auf Mobfarm. Ja, wir haben hier den Enderman, wir haben hier den Blaze. Und hier soll nochmal ein Gast hin. Das werden wir gleich auch nochmal machen. Ziegel. Stein. Das heißt, den Gast werden wir nachher auch nochmal fangen. Aber dafür werden wir auch erstmal. Wir müssen ja auch erstmal die Dings bauen, ne? Also. So. So, das ist dann unsere Station. Das heißt, wir haben ja hier eine Disk drin. Die wird sich dann auch auf den anderen Stationen befinden. Das heißt, die wird, können wir schon mal craften, drei Stück, eine haben wir schon. Das heißt, wir können die 256k schon mal dreimal fertigen lassen. So, während er das tut, können wir mal nach der ME-Truhe gucken, nach der Schablone.
Haben wir sogar schon eine Schablone. Auch in Ordnung. So, brauchen wir eigentlich noch eine. Eine. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Quarzfasern. Die brauchen wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir Kabel, grün bestimmte Menge. Mal gucken. Die packen wir aber am besten erstmal in den Rucksack. Genau wie die auch. So, jetzt habe ich hier die Schablone in der Hand. Irgendwas ist doch mit dem. So, die wieder zurück, das zurück. So, jetzt haben wir Kabel. Wir haben die Fasern. Wir brauchen pro Kiste einen Speicherbus. Speicherbus. Zwei müssten dann eigentlich reichen, ja. So, wir brauchen einen Exportbus. Wir brauchen zwei Exportbusse pro Dings. Export. Export brauchen wir da eigentlich nicht. So, zwei. Nee, Export ist ja falsch. Ohne Importbusse. Das ist ja Quatsch. Import. Einmal fürs ME. Lass doch mal die Kiste da in Ruhe. Einmal fürs ME und einmal für die Truhe dann. Karten mitnehmen. So, und dann brauchen wir ja die Schnetzler, ne? Schnetzler. Ah, vier Stück. Zwei davon brauchen wir aber alleine schon in der Base. So, dann später. Brauchen wir noch irgendwas? Ah ja, Tunnel brauchen wir. Tunnel. Und zwar zwei Stück wegen Strom. Disk. Zwei Disks. Die packen wir am besten auch schon mal in den Rucksack. Genau wie das. Speicherbus, Importbus, ME-Tunnel. So, eine Truhe bräuchte ich dann noch. Das scheint gerade ein bisschen zu kämpfen wegen der Platte, ne? Wie brauchen wir denn noch? Na gut, zwei hätten wir schon mal. Also wir brauchen eigentlich nur die eine Truhe. Aber wir brauchen auch noch die Speicherkarte für den Stromtunnel. Und da müssen wir mal gucken, Chat, wo wir denn die Schnitzel hinstellen wollen, ne? Wo wir denken, dass am meisten Mob-Aktivität ist. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz schlüssig. So, dann ist halt die Frage. Na, wir nehmen sich da nochmal vier Tunnel nochmal mit. 2, 3, 4. Falls wir doch noch hier noch was anbinden müssen. So.
geplant. Ja, mach doch mal. So, alles warte ich auf dich. Wir können ja schon mal auf der Karte gucken, wo wir es am besten machen wollen. Also wir haben hier auch Höhlen, ne? Ist jetzt ja die Frage. Ob wir dann in die Höhle gehen wollen. Wir haben ja hier auch eine. Am Kraftwerk. Wir können natürlich am Kraftwerk runtergehen, ne? Aber da müssen wir dann auf jeden Fall einen Tunnel hinlegen. Einen Tunnel, einen oben vielleicht. Also einen in der Höhle, einen oben. Ich glaube, der ist echt nur wieder das beschäftigt, ne? Deswegen die nicht weitergeht. Na gut, wir können ja trotzdem ja schon mal hinlaufen. Das heißt aber, wir brauchen dann auch beim Kraftwerk, weil wir das wirklich da hinmachen wollen. Wollen wir es da hinmachen? Wir fliegen da mal rüber. Weil hier vorne will ich ja eigentlich weiter bauen, ne? Das soll ja eine dauerhafte Farming-Welt werden. Weil wir haben ja hier die Höhle. Gut, die haben jetzt natürlich ausgeleuchtet, ne? Das ist vielleicht ein Problem. Oh, ich habe Gegner. Ja, ich lege mich ja schon schlafen. Also hier können wir es dann also nicht machen. Wir haben wieder ausgeleuchtet. Das ist natürlich doof. So, okay. Dann wäre es hier schlecht. Was macht ihr denn hier? Okay. Phantomhaut. Auch gut. Es ist halt eben die Frage, wo sonst die Mobs killen möchten. Okay, den haben wir ja schon leer geräumt hier drüben. Na gut, wir haben hier auch noch Höhlen runter, ne? Hier zum Beispiel. Wobei die ist zu. Ich glaube, besser wäre die hier. Zu, ne? Ja. Aber es heißt ja noch nichts. Gucken wir auf die Karte. Wir sind jetzt hier. Hier haben wir ja scheinbar irgendwie zumindest eine Höhle. Offensichtlich.
Aber ist das wirklich eine Höhle? Das ist eine kleine Höhle, die wir da haben, die ist uninteressant. Die haben wir ausgeläutet. Ich glaube ja, dass wir hier irgendwas mit Höhlen haben, ne? Aber das war eine Wasserhöhle. Ganz hier zurück zu unserem Dings will ich eigentlich auch nicht. Wobei von da nach da ist es auch nicht mehr allzu weit, ne? Also rein theoretisch können wir uns mal hier lang buddeln. Oder wir machen es halt eben erstmal oberflächlich, ne? Hier vom Kraftwerk aus. Ja, wie gesagt, hier will ich eigentlich bauen. Dörfchen und so. Also wir müssen rein theoretisch. Oh, hier wurde ein Schwein vom Zombie erwischt. Guck mal. Könnten natürlich. Wir ein Stückchen hier so rüber. Hier die Fläche vielleicht, ne? Alle müssen wir roden. Gut, roden müssen wir sowieso. Ich hab meine Schaufel nicht mit. Achso, was wir auch noch brauchen, ist natürlich, noch die Erweiterungskarte, ne? Auf Maximum. Das müssen wir auch nochmal machen. Hi. Aber diese Fläche hier, ich glaube, die eignet sich ganz gut. Ich weiß ja nicht, ob hier viele Monster, Mobster schauen. Klar, man könnte jetzt auch eine unterirdische Halle bauen, wo es dunkel ist. Und sagen, okay, wir machen es da. Schlag. Das ist schon mal für die erste Stelle, ne? Sollen wir das hier noch abtragen? Oder Erde auffüllen zumindest. Aber ich würde wahrscheinlich eher abtragen.
Dann können wir es hier eigentlich probieren. Ja, das wäre dann dieser Bereich hier. Den nehmen wir aber schon mal mit dazu. Und den zweiten. Zweites schwierig, ne? Zumindest hier. Was haben wir denn bei uns denn noch so? Können wir da nicht noch irgendwas Mobstechnisches? Hier haben wir ja den Schlachter. Das heißt, hier sind wir ja schon ganz gut ausgebucht. Gut, wir können jetzt auch den Bereich hier neben machen, ne? Als zweiten. Hier tauchen ja auch mal wieder welche auf. Und Kabel haben wir da ja auch schon. Da bräuchte man eigentlich auch gar nicht großartig roten eigentlich. Naja gut, wir müssen zumindest. Ich hab mal eine Schaufel holen. Dann noch mal, ne? Das heißt, im Grunde genommen, wenn wir den ja, sag mal ganz doof hier hinstellen. Hier die Erde abtragen. Das sollte jetzt eigentlich schon ganz gut gehen. Zumal wir hier irgendwo ein Kabel haben, ne? Da. Aber ich suche hier meine Schaufel. Und legen es nochmal hin, weil es wird schon wieder dunkel. Hier sein. Einmal können wir die auch nochmal mitnehmen. So, legen wir es mal hin. So, dann können wir den ersten eigentlich schon mal anschließen sogar. Hier wollen wir hin. So. So, dann stellen wir den mal kurz um. Auf Small Square. Platz. Ich würde ja auch ganz gerne was sehen.
tut mir jetzt leid für dich. Also das Tiergehege müssen wir auch noch machen. Seht ihr? So, mal kurz gucken hier. Ja, das reicht doch lange nicht, ne? Vollkommen ausreichend. Wir müssen halt eben mal gucken, bis wohin das Gebiet geht, ne? Aber ich glaube. Maximum rausholen wollen, und das wollen wir ja eigentlich auch. Muss ich noch ein bisschen Platz machen. Jetzt machen. Ich muss eh gleich mal kurz hier das Inventar leer räumen. Weitergehen wollen. So bis hier. Muss ja nicht reichen. So, das müsste eigentlich reichen für den Bereich. Gehen wir kurz zurück, entladen mal, bauen die Erweiterungskarten. Die Upgrades für die Schnetzler. Also Tier 12. Und dafür werden wir gleich mal die Karten auch schon mal machen. Das. Okay. So. Das heißt, wir haben ja Industrial, da gibt es ja die Tiers, ne? So, Add-on, Tier 1. Ach, die müssen wir darüber ja machen. Stimmt ja. Ja, okay, müssen wir in das Rechenzentrum? Ich kann ja gar nicht kräften, das sind Schablonen. Offensichtlich. Da müssen wir auch mal eine Lösung für finden. Wobei, so häufig brauchen wir die eigentlich auch nicht. So. So. So, Reichweite Tier 12. Ich würde davon jetzt einfach mal testweise wirklich mal 4 von machen. Das heißt, wir brauchen 8 mal Redstone und 16 mal Smaragd. Okay.
Stone. So. Ist ja nicht so, dass wir nichts haben, ne? So, das war dann hier. Und. Oder fehlt dir jetzt noch irgendwas? Wenig vor. Ach hier, Glasscheiben. Ich habe ganz übersehen. Okay. Daran soll sich liegen. So, kann er noch mehr machen? Ne, geht nur einer, ne? Schreiben. Redstone. Smaragd. Sperren. So, dann müsste es eigentlich so gehen. Nee, geht nicht. Was die Eingabe komplett gesperrt. Ist ja auch Quatsch. Ich werde nicht mehr gucken, ob man zwei reinsetzen kann. Und somit die Fehler noch ein bisschen erhöhen können. Nein, ist ja Quatsch. Nochmal die doppelte Reichweite dann fehlt haben. So, wenn wir schon mal dabei sind, können wir schon mal die für die anderen beiden auch schon mal machen. Da brauchen wir nicht so eine große Reichweite, da reicht glaube ich Tier 1 oder Tier 2. Ich glaube Tier 2 brauchen wir. So, da brauchen wir Lapi statt Smaragde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, müsste eigentlich reichen. So, Redstone. Glas. Und Lapi. So, Nummer 1. Ja, das wären die Erweiterungen für die beiden Schnetzler, dann für die beiden hier. Weil sonst haben wir ja immer nur einen Block vorne, ne? Verlaufe ich im Rechenzentrum schon mittlerweile, ne? Das ist echt nicht gut. So, ich nehme nochmal schlafen. Arbeit hätte gerne im Hellen, ne? So. Und ohne Mobstörung. So, gucken wir mal. Wir müssen ja gleich von hier aus das Kabel rüberlegen. Wo denn da?
So, der prozesst hier schon irgendwas. Gucken wir mal, Reichweite. Arbeitsbereich anzeigen. Okay. Was passiert, wenn ich den zweiten reinpacke? Jo. Kann man das von oben besser sehen? Kann man. So, was passiert, wenn ich hier dann noch eine weitere reinlege? Oder noch zwei sogar? Also voll der Bug hier. Okay. Aber ich glaube, damit wird nur noch die Höhe, glaube ich, nur noch erweitert, ne? Nicht aber. Aber nicht die Reichweite nach vorne. Okay, also da geht es nur noch auf die Höhe, das heißt, wir brauchen eigentlich nur einen. Das ist also Quatsch. Also das ist Quatsch. Es geht nicht mehr in die Breite, das ist wirklich nur noch die Höhe. Gut, aber das hätten wir. So, und dasselbe. Fliegen jetzt aber mal kurz hin, denn da kann ich ja gleich auch nochmal aufladen lassen. Dasselbe müssen wir hier hinten auch noch machen. Also wir haben jetzt zwei Stellen. Hier müssen wir den mal gucken, wo wir den jetzt. Weil rein theoretisch könnten wir den ja. Genau, einiges hier hinstellen. So, hier ist es aber rot, das heißt, er kann es nicht, ne? Das heißt, wir müssen das hier echt alles abtragen. Sehr ärgerlich. Okay, dann machen wir das auch schon mal. Ja, scheinbar. Scheinbar rot. Also gut. Dann geht fort. Aber so viel ist hier zum Glück, glaube ich, auch gerade nicht. Aber wir brauchen es halt, ne? Oder glaube ich das nur, dass es auch nur frei sein muss?
Egal, wir machen es einfach mal. Gut, das hat aber immer noch rot an eigentlich, ne? Wie hat es denn vorne nicht rot angezeigt? Na gut, das ist eine andere Geschichte. Okay. So, wir fliegen wieder zurück. Zur Werkstatt zurück. Weil wir haben hier wieder ganz schön viel Schund im System. So, ich glaube, die anderen Items habe ich jetzt irgendwie abgehängt. Ne? Ist aber nicht weiter schlimm. So, das heißt, die können wir eigentlich wieder zurückpacken. Wir haben jetzt umsonst gecraftet. So, was sagt denn unsere Truhe eigentlich? Die müsste jetzt eigentlich auch fertig sein, ne? Ja. So. Jetzt haben wir einen Disk. Zwei Stück, ne? Ja. Okay. Fangen wir doch erstmal hier vorne mit an, würde ich sagen. Hui. So, wir müssten hier rein, theoretisch. Frei. Wir müssten ja uns jetzt hier durchbuddeln. Irgendwann auf unser Kabel kommen. Da reicht ja ein Kabel. Ach, da fällt mir gerade ein, wir noch. Nein, ist egal, kommen wir gleich. Wir haben noch andere Kabel vergessen. Weg. Wir haben ja noch die. Die andersfarbigen Kabel noch vergessen. So, rein theoretisch könnten wir Tunnel. Ich glaube, das war die Karte für das Dings. Den Strom, glaube ich. Ja.
Hat er gerade für den Strom? So, den packen wir auch einmal wieder zurück. Den Importbus brauchen wir. Ja, da kostet mir gerade recht. So, hier machen wir einen Importbus. Und zwar hier nur at industrial die Essenz. Brauchen wir hier noch die Beschleunigerkarten. Auch schon weg. Sehr schade. Hat er den jetzt schon geschluckt? Wir haben noch keinen Strom. Wir haben keinen Strom. Ohne Kanal. Ernsthaft, da war jetzt schon so viele Kanäle dran. Ja, da sind nur noch drei. Da sind nur drei. Hä? Geht denn das? Zwei. Wieso ist denn der ohne Kanal? Aua. Da müsste noch Masse doch Platz sein, wir sind ja kein Kanal. Na komm her, komm. Na komm mit, komm. Scheiße, wo ist denn mein... Ja, komm, ja, komm. Wieso arbeitet der denn nicht? Ach, weil er keinen Strom hat, er hat keinen Strom. Der hat keinen Strom, aber wieso hat er keinen Strom? Ah!
So, mal schnell schlafen gehen hier. Ja, das sind jetzt so Sachen, die hätte ich jetzt ganz gut gebrauchen können, ja. Aber gut, sei es drum. So, jetzt die spannende Frage, warum ist denn der... So, warte mal, was hat er gesagt? Was hat er ja... War es die falsche Speicherkarte? ME... FE. Jetzt ist er online, okay. Dann habe ich den nicht richtig konfiguriert wahrscheinlich oder mit der falschen Karte. Man weiß es nicht. So, den haben wir konfiguriert, ne? Genau, der hätte Strom. Der will es auch schon mal anfangen zu schnell sehen. Rein theoretisch. So. Jetzt brauchen wir nämlich noch andere Kabel. Jetzt sind wir noch einmal zurück. Auch noch andere Kabel. Und zwar nehmen wir einfach mal wieder. Hey, wir haben noch die gelben, wir nehmen eigentlich die gelben heute. So, den ganz anderen Schrott hier können wir nicht mal wieder rausschmeißen. Außer die Erde brauchen wir. Oh! Okay. Da war ja nur doch schon also einiges bei jetzt, ne? So, und das hätte ich nämlich ganz gerne. Erstmal ein Adblock. Hätte ich nämlich ganz gerne hier nehmen, nämlich. Erstmal das, erstmal die Disk. So, der ist natürlich kein Strom, das ist klar. Wobei, war das jetzt so schlau? Nee, war es nicht. War es nicht. Dann machen wir das nämlich hier dran. Import. Industry, bla, Essenz. So, und die Karten. So. Und dann brauchen wir nämlich... hier noch einen Importbus. Und dann hier nehme ich den Speicherbus. Glasdinger noch. So. Und andere Kabel. So, und zwar brauchen wir jetzt nämlich hier einmal einen Abstandhalter. Ja, das war es eigentlich auch schon. Weil ich hier gerade zumachen. Haben wir hier nämlich das einmal den Speicherbus. So, und wir brauchen hier einmal Strom. So, das sollte eigentlich funktionieren. Aber das Gerät ist doch offline.
Ach so, ja, weil er selber nicht angeschlossen hat. Na klar. Und zwar müssen wir jetzt ja hier auch nochmal den da machen. Und den. So, der ist auch noch mit zwei Kanälen. Einmal Strom, einmal den. Genau. Genau. So, dann will ich das hier erstmal so hier im Raum stehen lassen. So. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier eine Disk. Die ist leer, hat 250k. Nur für Items. Und die Essenz, die er hier raushaut, packen wir gleich ins System rein. So, und dasselbe machen wir jetzt eigentlich im Grunde genommen hier hinten. Und da müssen wir mal gucken. Ah, wie kommen wir hin? So. Wie gesagt, hier machen wir uns eigentlich das im Grunde genommen dasselbe. Disk rein. So, kann die immer wieder weg. So, hier haben wir einen Tunnel. Packen wir da dran. Machen wir die Karte. Karte. Dann machen wir das grüne Kabel. Oh no. So, haben wir bestimmt irgendwo noch einen Tunnel. Tunnel. Speicherbus. Okay. Wo ist denn der? Speicherbus. Habe ich den verloren da hinten? Liegt der da hinten irgendwo noch? Nö. Also ich hätte schwören können, ich hätte den eingepackt, ne? Genug. Import. Importbus. So, Speicherbus hängt schon dran. Ich brauche noch einen, ne? Ach, deswegen habe ich keinen mehr. Import. Deswegen. Und ja, zwei Importbusse. Dann gucken wir mal, dass wir so ein bisschen irgendwie so hier so treppenhausmäßig runterkommen. So. Also Importbus. Importbus. Auch hier wieder. Add Industry. Nur einfach die Accents. Plop. So, dann haben wir irgendwo noch die Erweiterung da. So, einmal die Erweiterung.
Da muss grünes Kabel dran. Na. So. Wo haben wir? Ach ja. So, wollen wir in die Richtung gehen. Das heißt, wir brauchen wieder die Quarzfasern. Einmal hier. Einmal da. Jetzt wieder das gelbe Kabel. Einmal hier. Einmal hier. Einmal da. So, schon kommen wir nicht mehr raus. Wenn ich zugebaut habe. So. Das heißt, mit anderen Worten, wir können das hier mal so wieder zumachen. Ja, wir müssen uns das eigentlich immer durchbuddeln, ne? Wir werden es einfach nur provisorisch verlegen. Okay, dann müssen wir ab hier. Buddeln. Genau, jetzt kommen wir hier raus. Das war eigentlich gar nicht mal so schlimm. Hier mal, warum mache ich das denn eigentlich so? Weil wenn ich das richtig sehe, müssen wir ja erstmal zumindest nur dahin. So, das war keine Kabel mehr, ne? Doch. Das wäre jetzt der Knaller, wenn ich keine Kabel mehr hätte. Müssen wir gleich mal unten gucken, wie wir es am besten anschließen. Und vor allen Dingen, ob wir noch genug Kanäle haben. Das ist auch noch so ein Ding. Schreib mich doch mal.
Zeit haben wir nicht mehr. Wie gesagt, wir müssen dann nur vielleicht unten anstoßen, weil noch hat er keinen weder Strom noch irgendwas anderes. Bis jetzt sind wir erstmal nur ins Kernkraftwerk gekommen. Wo ist meine Schaufel? Das Ei hat sich da reingedrückt. So. Okay. So, machen wir hier mal den Ausbereich wieder aus. Hier noch ein paar schöne Reparaturen. So. Und dann gucken wir mal. Wir müssten ja jetzt hier rausgekommen sein irgendwo. Genau. Da rausgekommen sein. Das heißt, wir müssten jetzt hier mal gucken. Weit wir da. Wie haben wir denn hier überhaupt noch frei? Okay, im Grün haben wir auf jeden Fall noch genug Platz. Das heißt, wir müssen eigentlich. Ja, Moment, wir haben noch hier. Da. Da können wir doch abzweigen. So, gucken wir doch mal. Online. Okay, der hat gesessen. Ja, und da kommen schon die ersten Dinge. Komm. Genau, so wollte ich es haben, Chat. Genau so. Na, wir haben jetzt hier die Items drin. Ja, das heißt, wir kommen dann irgendwann mal her. Und tauschen dann die Platte mal aus. Das heißt, wir können jetzt mal rübergehen. Gucken, was der andere schon so geschlachtet hat hier. Ob der denn auch schon fleißig war. Ist aber nichts drin. Okay, also entweder hat er nichts gecraftet. Also entweder war da nichts bei. Die Geräte sind zumindest online. Oh, das war keine Mobs, das kann natürlich auch sein. So, das heißt, wir bringen das jetzt einmal wieder zurück. Wir müssen gleich nochmal kurz ins Grafik zurück. Wir müssen noch die Wände machen. So, aber wir können das hier alles schon mal wieder zurückbringen. So. Das noch. So, das ist die normale Speicherkarte, die kann ins System. Die kommt wieder hinten rein. So, das heißt, das hier brauchen wir auch nicht mehr. Erstmal. So, gucken wir mal, was wir an Flüssigkeiten haben.
Wir haben schon mal 0,4 Bucket Essenz. Also die kommt schon mal an in das System, das ist schon mal gut. Ob da jetzt die Position jetzt gut gewählt ist, sei es mal so dahingestellt, ne? Wo die Schnitzler jetzt stehen. Auf jeden Fall sind die im Schrank. Die Fläche hier auch und sind, glaube ich, auch force loaded, ne? Ja, mit Sicherheit. So, da ist der, da ist der. Und dann haben wir hier drüben noch einen. So, die beiden kommen sich nicht ins Gehege, so wie ich das gesehen habe, weil der geht gerade bis hier und dann passt das, glaube ich. So. Shit. So, jetzt brauchen wir unsere Schnetzler, ne? Und unseren Spawner. Da weiß ich nicht, wo wir die jetzt hinbauen wollen. Also wir könnten sie erstmal. Also das Problem, was ich ja habe, ist ja, Chat, dass wir ja auch noch den Gast haben wollen, ne? Theoretisch. Theoretisch. So, und der Gast ist ja relativ groß. Das heißt, dafür brauche ich mal eigentlich schon fast einen ganzen Schrank, nur für den Käfig. Und das werden ja wahrscheinlich nicht die einzigen Mobs bleiben. Aber da müssen wir mal gucken. Erstmal wollen die beiden. So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir packen die erstmal temporär. Ja, temporär. Wohin denn? Gut, ich meine, wir haben hier eine Höhle, ne? Ist das eine Höhle? Eine Höhle statt. Wir können natürlich, weil hier auch noch die Höhle ist. Ja, so eine Art Verlies bauen, hätte ich beinahe gesagt, ne? Das war also kurz vorm Tunnel im Grunde genommen hier runter. Da irgendwo. Lass uns da mal hingehen. Wir gehen da mal hin. Einen Eingang nach unten. Ach ja, mal hin. Weil dann können wir nämlich da unterirdisch einfach so eine Forschungsstation bauen, hätte ich dann gesagt. Und dann irgendwie so ein Forschungszentrum oben aufstellen oder so. Mal gucken. Irgendwie sowas. Weil dann hätten wir auch ein Kabel. Ja klar, dafür braucht man dann natürlich einen Tunnel. Keine Frage. Aber das wäre doch die Idee. Dann mal gucken, auf welche Höhe wir gleich müssen. Hier so. Bei Reiterritt könnte man dann... Naja, mal gucken. Weiß ich noch nicht. Okay, Stett, das klären wir aber gleich. Ich gehe nochmal kurz meinen Kaffee holen, dann bin ich gleich wieder für euch da. Bis gleich.